So Leute, wieder nächste Location, neue Speicherkarte und ja, ist wieder abermals an einem Sanatorium angelangt und wir haben gerade schon ein umgekipptes Schild vorne gesehen, dass es hier Sauna, Schwimmbad, also wahrscheinlich wird es auch eher eine Reha-Klinik gewesen sein, wie alles andere. Aber seid gespannt, bis gleich. Sind wir schon einmal rumgelaufen, haben gedacht, die Bude wäre komplett zugerammelt. Aber hier ist doch tatsächlich ein Zugang. Und das sieht gruselig aus. Dann mal hinein. Oh, so, wir sind drin. Hier riecht es richtig verbrannt. Und man sieht es auch. Hier hat es richtig gelodert drin. Hier hat wahrscheinlich einer, dem Datenschutz nachgekommen, der die ganzen Akten verbrannt hier. Keine Ahnung mehr. Richtig weggerußt da vorne. Falls es jemand weiß, kann mir mal einer erklären, warum Kliniken immer brennen? Krieg ich mal da Bonuspunkte für? Oder? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ja, auch alles komplett verbrannt. Schauen wir uns mal weiter um. Alles richtig weggekohlt. Boah. Lass uns mal. Hier sieht man. Das abgehen, hier gucken und da hoch. Ja, da vorne haben wir das Treppenhaus auf jeden Fall. Hier. Also wir schauen uns mal erstmal um. Ich dachte gerade, dass wir jetzt am Turnbett waschen, die glänzt, aber geh mal ganz nah ran, dann siehst du, dass ja, das ist Ruß. Das ist Ruß, ja. Was verzeihen dieser Scheiße immer, ey? Du hast die Bude komplett aus Beton, die brennt sowieso nicht richtig. Also, ich verstehe das nicht. Okay. Boah. Richtig weggemodert, ey. Gerade selber halt, ne? Bett. Ja. Sind auf jeden Fall noch die Sitzauflagen noch im Schrank. Doch hier alles komplett verrußt. Richtig komplett verrußt. So, da sind wir gerade im letzten Raum auf diesem Flur. Ich jetzt hier, wir haben jetzt noch getreten und hier ist doch tatsächlich noch ein bisschen was drin. Hier ist noch ein Telefon am Nachttisch und noch eine Nachttischlampe, ein Koffer mit ja, Kleidungsstücken. Irgendwie Bettwäsche oder sowas. Das könnte mal ein Mantel oder sowas gewesen sein. Was ist das für Krümel da drauf? Ich habe keine Ahnung. Oder zum Stoff oder ich weiß es nicht. Ja, hier steht auch ein Röhrenfernseher. Ja, ja. Aber sehr, sehr schwer fertig. Ach, da sind auch noch Räume tatsächlich. Je weiter es besser erhalten, das ist natürlich alles zugequalmt, aber... Mhm. Ja, man riecht es ja auch ganz extrem, ne? Aber das ist von außen geschrieben, ne? Ne, das ist einfach nur ein Spiegel verkehrt geschrieben. Okay. Ja, alles so ziemlich die gleichen Zimmer hier, ne? Kann man hier gucken, übers Glas laufen. Ja, so ein bisschen was ist hier noch drin. Da auch noch mal wieder ein Telefon. Haben die, glaube ich, alle gehabt, einen kleinen Fernseher. Ja, alles klar. Nächste Etage, würde ich sagen. So, wir sind gerade hier durch die Tür gegangen. Hier ist der Flur, wo wir gerade drin waren. Und hier scheint Eingangsbereich zu sein. Und hier in der Ecke das Büro. Und hier fällt es schon auf, hier liegen Aktenordner ohne Ende wiederum. Hier auch das komplette Büro ist voll mit Unterlagen. Da vorne der ganze Schrank voll mit Unterlagen. Hey Leute, Bücher. Das glaubt man ja fast gar nicht. Ein alter Monitor noch. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo ein Datum drauf erkennen können. Von bis 94. 94 haben wir hier. Da haben wir auch mal einen Brief. Der ist von 99. Okay. Hm. Boah. Fällt einem wieder nichts mehr zu ein. Da
auch noch hier komplette Schrank oder beziehungsweise dieser Wandschrank voll mit Unterlagen. Komplett voll. Hier scheint mal der Eingang gewesen zu sein von der oberen Etage. Vielleicht auch der Haupteingang, man weiß es nicht so genau. Ja, das Zimmer hier ist ein absoluter Datenschutz-Altraum. Ja, man sieht es überall, da drüben auch. Scheint mal ein Behandlungszimmer gewesen zu sein, so wie es aussieht. Das kannst du aber nehmen, das ist kein Name. Das ist aber so ein hochgefülltes Ding. Aber hier auch sind noch die ganzen Aktenordner in den Schränken drin. Schwieriges Thema. Gut, jetzt wollen wir erstmal nach oben gehen. Ich vermute mal, dass unten der Poolbereich sein wird. Ein Saunabereich. Deswegen schauen wir uns mal hier oben um. Hier oben werden wir höchstwahrscheinlich Patientenzimmer vorfinden. Hier fängt schon gut an mit einem Schrank und einem Kleid, was da hängt. Hm. Auch schon jemand hier lebt. Jo. 2017. Ja, hier hat sich mal einer schön eingenistet. Ja, hier ist der Rauch auf jeden Fall nicht so hoch gestiegen. Ja, hier auch nochmal wieder komplett die gleichen Zimmer wie unten. Und ich denke mal, das wird sich hier auch so durch den kompletten oberen Bereich ziehen. Alter. Das ist auch noch so staubig, ey. Uns ein bisschen da drin wälzen, Robin. Ich möchte mich gern darin wälzen. Komm, wir machen uns nackig und kämpfen darin. Da liegt eine Spur von Kinderkleidung. Wir sollten ihr folgen. Ich glaube, die Zuschauer jetzt ein bisschen missverstehen. Aber okay. Ja, hier muss dann eben so ein Doppelzimmer. Alles klar, schauen wir uns mal weiter um. So Leute, wir waren jetzt ganz oben. Auch nochmal genau die gleichen Patientenzimmer wie auf den anderen beiden Etagen jetzt auch. Und jetzt knüpfen wir uns nochmal den Keller vor, würde ich sagen. Okay, hier scheint glaube ich der Haupteingang zu sein und die Rezeption, wie es jetzt gerade aussieht. Guck mal Leute, da hängen auch Blumen am Spiegel. Ziemlich groß auf einmal und hell. Schlittschuhe liegen da. Okay. Vielleicht hatten wir auch noch Eisbahn. Ja, okay. Aber das könnte auch vielleicht Restaurant gewesen sein. Beziehungsweise, wo man essen konnte. Hier sind auch schöne halbrunde Sitzbänke. Hier riecht es irgendwie merkwürdig nach Tod oder so. Keine Ahnung. Ja, schöner Blumen. Noch über den Eingangstüren. Ja, es scheint hier Restaurant, Frühstücksraum, keine Ahnung, zu gewesen zu sein. Dann kommen wir jetzt bestimmt gleich in die Küche. Ja. Und die hat bestimmt mal hier gestanden. Da oben Dunstabzugshaube, höchstwahrscheinlich. Du schießt in Milliarden von Rezepten. Cool. Vielleicht waren die Leute zum Abstecken, die haben so Bilder von den Leckeren, die sie gekriegt. Zum Angucken. Man weiß es nicht. Ja, hier, ich glaube, das war hier so Aufenthaltsraum fürs Personal. Hier sind Spinte und sowas, haben wir eine kleine Sitzecke. Mittel da und die Flaschen. Ja, hier Kühlkammer, oder? Ja, und hier tatsächlich wirklich da irgendwie noch so ein Essig oder sowas, ein paar Säfte. Ja. Ja, hier müssen wir jetzt wieder vorne rauskommen, ne? Ja, genau, hier ist der Anlage. Badezimmer. Ja, hier sind Sanitäre Sachen, Heizung.
Ach, guck mal hier, Stefan. Wie in jedem Sanatorium. Ja, die versauen dir dann, wenn du Leute pranken willst, total die Tour. Weil auf Cornflakes laufen war noch nie eine gute Idee, wenn man leise sein will. Warum ist der Scheiß immer so hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wonach es hier riecht. Ich kann es echt nicht definieren. Ne? Hundefutter? Keine Ahnung. Hundefutter. Oh, hier, guck mal. Bambukorb würde auch was. Oh, schön. Ach Gott, manchmal ist das echt schlecht, was wir machen, ne? Ja, unser Content ist so weit vom Drachenlord. Also wie gesagt, das scheint mir ein Kaminzimmer gewesen zu sein, tatsächlich. Hier haben wir noch so einen in der Wand eingelassenen kleinen Kamin, irgendwie sowas, einen kleinen Ofen halt. Und ja, konnte Asche da durchfallen. Gut, man sich hier vielleicht nochmal hinsetzen, ein Bierchen trinken oder sowas. Auch ganz nett eigentlich. So, hier geht es nochmal eine Etage tiefer. Hier sind wir nochmal in so einem kleinen Treppenhaus. Dachterrasse. Beziehungsweise Dachterrasse vom ersten Obergeschoss. Tja. Hier sieht es ganz cool aus, irgendwie mit dem runden Toren. Leute, das schätze ich an solchen Betonbuden, ne? Wenn das Dach kaputt ist, fällt es nicht direkt durch. Da ist immer ein Baum drauf gekippt, ne? Also wir hatten heute ja echt wieder ganz viel so Sachen, die man besser nicht begeht. Das scheint aber ein anderes Zimmer gewesen zu sein. Das ist wahrscheinlich die Privatpatienten-Etage. Ja, irgendwie sowas. Also das sieht jetzt nicht so aus wie der Rest hier, ne? Nee, irgendwie ist das... Guck mal, Badezimmer mit Doppelwaschbecken hier sogar. Mhm. Ne, Badewanne. Sogar BD. Guck mal. Was hast du gefunden? Ein ganzer Haufen Ü-Einschätze hier. Oh. Ja, cool. Guck mal, was bastelt. Und so ein kleines Harzhäuschen. Ja, stimmt. Aber nichts Cooles dabei, glaube ich. Ja, die teuren Sachen, die du für 5 Mark auf dem Tour im Markt verkaufst, das sind schon weg. Ich habe ein halbes Rennauto hier. Ja, passt das? Ja, sieht gut aus. Die Grundlage hätten wir, aber der Rest fehlt. Machst du nichts. Ja, so, schauen wir uns weiter um. Gehen wir nochmal mal ins erste hier. Ja, ja, Schwimmbad und Sauna müssen noch hier unten irgendwo sein. Wie das sieht nach einem verbrannten Schwimmbad aus, tatsächlich. Ne? Ja. Aber auch hier unten sieht man es mal wieder an der Wand. Hier hat es richtig gekokelt. Hier sieht man die beiden Farben. Und also oben ist alles grau und unten sind noch die normalen Farben. Das ist von dem Rauch, der hier oben drin gestanden hat. Oh, wieder Metallbleche, ey. Das ist immer so laut, ne, Leute? Ja, Toilette. Hier müsste es Richtung Schwimmbad gehen. Ja, Tatsache. Oh, doch, ist auch ein relativ großes Becken noch, ne? Das war komplett am Arsch alles. Ich hab ja einen Keller, aber... Was nix. Ich denke mal, hier hat man mal irgendein Vollhonk hat hier unten irgendwas reingeschmissen und hat hier ein ordentliches Feuer im Pool gemacht. Könnte ich jetzt mal so vermuten. Ja, fehlt nur noch die Sauna. Oh, und das war ein großer Whirlpool oder sowas. Oder auch hier Therapiebad.
Die hat einer richtig randaliert. Warum hat man da so Löcher reingekloppt? Hier auch, ey. Muss man nicht verstehen. Ah, warte mal, ich glaube, das waren tatsächlich immer so Trafos. Da brauchen wir auch, ey. Biologisch los. Ja, definitiv. Ja, guck mal hier, die Dinger hier, das kann, guck mal, da sind Lampenfassungen drin. Ich glaube, das waren so Rotlichtlampen, ne? So Höhensonne und Lampen. Ich denke mal, hier konnte man vielleicht mal so Rotlichttherapie machen. Okay. Ja, hier hat einer mal voll die Löcher reingebödelt. Warum rennt man hier hin und kloppt das kaputt, ey? Los. Na, keine Ahnung, ich hab das schon von der anderen Seite gesehen. Es ist mir ein Rätsel. Ja, hier auch nochmal eine Badewanne drin. Eine relativ normale. Ja, das ist ja auch so Bärerbereich. Ja. Auch. Hier war irgendwie Rezeption oder Anmeldung für den Badebereich, denke ich mal. Ne? Dann saß da die Sekretärin. Ja, Tag, du bist da, komm mal für einen Kaffee mal gerade runter gleich. J. Ja, der ist auch da. Ja. Ja, wegen dem Kaffee wollten wir vorbeikommen. Ja, Stefan ist auch dabei, ich weiß. Ich weiß. So ein Affe. Ja, ich weiß. Ich muss mitnehmen. Boah, riech mal. Hier ist sie sauber. Oh, Tatsache. Das riecht hier noch richtig mega nach diesem Aufgussmittel. Ganz kleine Sauna hier. Ich weiß nicht, ob es hier rauskommt. Ist das hier vielleicht schon ein Fläschchen hier? Prüf irgendwas, pH-Wert. pH-Wert, Prüfdings. Das halte ich mir nicht an die Nase. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwo hier noch was finden. Nervgeist, Alika. Will ich auch nicht meine Nase reinhalten. Ich weiß noch nicht genau, wo der Geruch gerade herkam. Also es hat einmal ganz extrem nach Sauna gerochen. Speisesaal. Ich denke, wir haben alles gesehen von dem Dingen. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen hoch auf jeden Fall und lasst ein Abo da. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao! Aber sieht doch gut aus, oder?